Yellow Bar Mitzvah. Yellow Bar Mitzvah. Guten Tag, meine werten Freunde von Hüfze Azazel. Wir sind in der ersten Woche von Phase 1 angelangt und wie auch schon im Quali-Bewertungsvideo werden wir uns jetzt vom letzten Platz bis zum ersten hocharbeiten und dann am Ende gibt es die Vorstellung, wer alles so in Woche 2 dabei ist. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit der ersten Woche, alle haben gut abgeliefert und es gibt nur eine Person ohne Video. Das ist ja wie Weihnachten. Aber gut, fangen wir mal an mit der Bewertung und unserem heutigen letzten Platz. Ich hab keinen Plan, was ich mit meinem Leben mach. Sitz die ganze Zeit nur wach und kein Plan, was hier mir schon wieder sein. Unser Platz Nummer 6 ist Grave Girl und wie man an ihrem Text unschwer erkennen kann, hat sie absolut keinen Plan, was wir sagen und von ihr wollen. Und das ziemlich oft. Direkt schon mal vorweg, so ja, das ist für mich die schlechteste Runde der Woche und für viele andere vielleicht auch. Aber Leute, dieses Like-Dislike-Verhältnis ist einfach vollkommen unberechtigt und scheiße. Ich meine, klar, wenn es einem nicht gefällt, muss man ja nicht liken, aber ah, kommt schon, das ist echt arschig. Gehen wir aber mal weg von den einsamen Pizza-Esser, die alle auf Dislike gedrückt haben und kümmern wir uns mal um die Runde an sich. Das Video zum einen finde ich ziemlich cool, das Ganze wird mit VR-Chat gemacht und für die Leute, die nichts irgendwie drehen können, ist es eine coole und kreative Lösung. Simpel, aber geil. Ebenso mag ich die Musikalität, die Hook macht Spaß beim Anhören, vor allem dieses, was ihr schon wieder. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Passage ist geil. Und auch im Part dieser Post-Malone-Stelle war cool. Also musikalisch ganz geil, auf jeden Fall. Allerdings konnte ich mich persönlich nicht so sehr darauf konzentrieren. Denn, und jetzt kommen wir leider schon zum Negativen, der Text ist halt echt grausam. Ich als stolzer, selbsternannter Detektiv habe durch extrem geheime Quellen namens Grave Girl selber herausgefunden, dass hier viel gefreestylt wurde. Und naja, das hört man leider auch. Also wirklich so, jedes zweite Wort ist Mann und jeder zweite Satz beinhaltet kein Plan. Hä? Ich weiß halt absolut nicht, was mir der Text sagen soll. Ich meine, das ist halt einfach nur Google-Wortgenerator.txt verpackt in einer soliden Audio mit zu viel Autotune. Der Track allein stehen für sich bietet aber leider halt kaum Inhalt. Ziemlich kurz und der, ich weiß auch nicht, also nach dem Anhören fühlt man sich schon irgendwie unbeeindruckt. Ich gebe Grave Girl insgesamt 10 Punkte für ihre Runde. Sie hat sich im Vergleich zu ihrer Quali auf jeden Fall gesteigert. Dennoch konnte ich der Runde ähnlich wenig abgewinnen wie ihrer Quali. Ob sie mit 10 Punkten noch weiterkommen wird, weiß ich bis jetzt noch nicht. Müssen wir mal noch gucken, wie die anderen abschneiden. Aber es sieht leider nicht allzu gut aus. Mal sehen. Ja, die Luft knallt, nimm ein Zug, du wirst umfallen. Dieser gute Geruch macht alle super chillt in der Nacht. Luft knallt, nimm ein Zug, du wirst umfallen. Passt alles so wie beim Fußball, mich kann keiner killen, bin zu stark. Platz 5 ist Gluma, was ich persönlich ziemlich krass finde, da ich den Track feier und er halt trotzdem so weit unten ist. Gluma hat einen coolen Party-Track rausgehauen, sag ich mal, hat jetzt halt nicht allzu viel Inhalt so, aber so macht Stimmung, Gluma probiert sich stimmlich aus, die Hook ist cool und so weiter und so fort. Ein großes Problem ist wie schon gewohnt, das Video. In der Quali-Phase habe ich da noch ein Auge zugedrückt so und nicht allzu viele Punkte abgezogen. Nur sind wir jetzt halt schon in der Phase, wo Leute rausfliegen. Von daher kann ich da hier einfach nicht mehr, das können wir hier nicht mehr machen. Vor allem geil ist einfach, dass er in der Runde sagt, er will vom Amateur-Video zum Kino-Mode. Und dann gibt es halt nicht mal ein Amateur-Video. Was mich ebenfalls stört, ist die Tatsache, dass die Parts nicht wirklich viel zu bieten haben. Das ist halt so ein Track, wo einen die Parts nicht wirklich jucken, sondern man wartet halt darauf, dass die hochkommt und man abgehen kann. Der Track ist nicht schlecht. Nur wir sind jetzt halt im richtigen Turnier so, da müssen manche Sachen einfach noch ein bisschen mehr angezogen werden, um richtig zu überzeugen. Wie gesagt, der Track ist safe nicht kacke, nur kann ich Gluma hier nur maximal 13 Punkte geben. Vor allem, wenn man mal bedenkt, was die anderen so für Runden gemacht haben. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob Gluma mit 13 Punkten schon in den Gefahr rauszufliegen Rahmen fällt. Falls dem so ist, fände ich das mega schade, weil Gluma an sich halt voll der geile Künstler ist. Nur konnte das große Ganze für mich ja einfach nicht so wirklich ziehen wie bei den anderen Teilnehmern. Hoffen wir mal, dass Gluma die Phase noch übersteht. Es liegt jetzt ganz an der Konkurrenz. Boah, ich brauche erstmal eine Shisha-Pause. Der G wieder back, mit der Poppenstimmung so wie Google Billy. Habe Shorts im Gepäck, Bombes weg, Wodka Chili. Auf der 4 haben wir Perry G mit dem nächsten Stimmungsbrett. Ich habe ja schon in der Quali-Phase gesagt, ich erwarte viel von Perry G, weil er so mit einer der coolsten Qualis für mich gemacht hat. Und hat er meine Erwartungen erfüllt?
Ja, so 50-50. Zum einen ist das Video wieder cool, Editing passt, Vibe mal wieder mega stimmig, der Track geht länger als die Quali, was ich sehr begrüße, und die Hook macht wieder Bock. Der Text ist dieses Mal ebenfalls wesentlich besser geschrieben. Die Lines an sich sind immer noch ziemlich dämlich so, aber rein von den Formulierungen her gibt es keine du bist Pussy hässlich dümmlich Momente mehr. Wie gesagt, die Lines sind immer noch extrem bescheuert, wie zum Beispiel mein Auto ist weiß wie Snow und ihr sagt wow, 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 aber Perry G, der darf sowas kicken. Bei dem kommt das irgendwie trotzdem lustig und cool. Generell merkt man, dass wieder viel Mühe im Track steckt. Aber jetzt kommen wir zum großen Problem für mich. Ich weiß nicht ganz, wie Perry G recorded hat und wie lange Zeit er hatte. Aber beim nächsten Track muss er sich da unbedingt mehr Zeit nehmen. Zum einen finde ich mehrere Passagen ziemlich unverständlich. Die S-Laute im Mix ficken meinen Gehörgang. Manchmal kommt Perry G aus dem Takt und das wirft einen irgendwie raus. Also im Generellen, es ist kein wirklicher Hörgenuss, was ich extrem schade finde. Der Track hat viel zu bieten, nur durch gewisse Nebensachen, die bei Musik aber wichtig sind, ballert die Runde einfach nicht so gut, wie sie könnte. In der Quali war alles irgendwie wesentlich cleaner, sag ich mal. Ich gebe Perry G wie auch in der Quali wieder 15 Punkte. Dass sich ein paar Dinge verbessert haben, aber auch ein paar Dinge verschlechtert haben und sich jetzt alles quasi wieder so ein bisschen ausgleicht. Perry G weiß, wie man unterhält. In Sachen Text, Video, Attitude und so weiter, es ist alles geil, nur jetzt muss er mal richtig sich auf den Song konzentrieren. Somit bleiben wir, wie gesagt, bei 15 Punkten und Platz 4 in dieser starken Woche. Damn, Guave, Mango im Getränk. Moon, Gang, Steuerklasse, ich hab Band. Deine Klick macht dich so Meme für ein Trend. Wir sind in der Top 3 angelangt und den nicht wirklich existenten Bronzepokal holt sich Willow. Insgesamt gesehen haben wir hier eine recht simple, aber dennoch effektive Runde. Willow hält hier alles etwas gechillter mit einem nicen Vibe. Willow hält hier alles etwas gechillter mit einem nicen Vibe. Willow hält hier alles etwas gechillter mit einem nicen Vibe. Die Representer und generellen Lines sind sehr cool und stylisch, vor allem die Wortwahl mag ich so. Willow ist so der Einzige, der sagen kann, er ist der Uluduck-Enjoyer. Und dann denkst du dir so, ja Mann, er ist es. Solche Lines wie, ich habe alle Skillpunkte auf Adlibs gesetzt oder wenn ich Rückschritte mache, dann wie Michael Jackson, sind einfach super stylisch und geil. Die Runde macht einfach Spaß beim Anhören. Man gibt sich das gerne und es hat einfach eine coole Atmosphäre. Ist natürlich jetzt nicht der Banger des Jahrhunderts mit einem 10-Kameramann-Kinofilm-Video und Aufband bis zum Umklatschen so. Aber wie gesagt, simpel, aber effektiv. Solche Leute wie Perry G zum Beispiel haben sich höchstwahrscheinlich insgesamt mehr Mühe gegeben, was ich, wie ihr wisst, sehr bevorzuge. Aber Perry G bringt einfach nicht diese Sicherheit und diese Finesse mit, die bei Willow gefühlt gepachtet ist. Somit gebe ich Willow insgesamt 16 Punkte. Alles, was ich bin, alles, was ich hab, was ich mach, was ich lieb, hätte ich nicht ohne dich. Klingt schon weird, wenn ich das so sag, doch ohne dich hätte ich die erste Strophe niemals gekickt. Eigentlich haben Platz 2 und Platz 1 die gleiche Punktzahl, aber aufgrund des User-Votings werden die beiden untereinander gerankt, also auch wenn es von meiner Seite aus keine klare Nummer 1 gibt, entsteht sie trotzdem durch euch. Somit ist Vertigo unsere Nummer 2 und holy shit hat der Junge aufgedreht im Vergleich zu seiner Quali. Gehen wir mal alles im Schnelldurchlauf durch. Das Video ist mega geil, sieht super clean aus, die Drohnen-Shots sind nice, Schneelandschaft passt zum Style, also im generellen Top-Video. Die Hook ist für mich bis jetzt eine der besten der ganzen MTT-Cypher. Die klingt nice und geht gut ins Ohr. Die Parts haben viele nice Zeilen, so Vertigo lässt ein bisschen die Gefühle raus und es kommt einfach irgendwie süß. Im Großen und Ganzen ein sehr starkes Gesamtpaket. Nur habe ich dennoch ein paar Kritikpunkte. Zum einen Rap bzw. singt Vertigo halt von so einer besonderen Person mit Danke hier und Gefühle da. Er bringt's nur nicht wirklich so gut rüber mit seinem Rap. Bei Kalos Quali zum Beispiel hat man richtig gemerkt, so der stand dahinter seinem Text, so voll mit Feelings und allem und bla und bei Vertigo eher weniger. Er singt zwar seine Parts nice runter, aber die Emotionen des Textes, sag ich mal, bringt er nicht so gut in seinem Rap über. Vertigo klingt einfach ein bisschen wie dieser perfekte Schwiegersohn, von wegen so, ja, guten Tag, Frau, ist mir doch Latte. Dürfte ich ihre wunderhübsche Tochter bitte auf ein Date ausführen? Nein, darfst du nicht! Des Weiteren finde ich, dass Vertigo in der Runde ein bisschen wenig Charakter hat, so. In seinem Track wirkt er einfach nicht wie Vertigo, sondern wie Modus Mio Mario 26, was weiß ich. Insgesamt komme ich bei Vertigo auf 18 Punkte, einfach ein dopes Gesamtpaket, nur hapert's an ein, zwei kleinen Stellen, aber dennoch mega nicer Track und Platz 2 dieser Woche. Ihr seid hässlich! Arschloch. Wer ist euer Assassin, in dem ihr alle eure Lügen steckt?
Stopp verkackt in eurem Leben. Hauptsache es gibt einen Sündenbock, wie angenehm. Lebet, keiner redet. Unsere einzige Nummer 1, dank euch, ist Haze. Guck mal, du kannst sogar mit einem Handyvideo auf die 1 kommen. Haze hat einen Track Richtung Neurofunk gemacht über den Lügenbaron von Münchhausen und rein textlich gesehen ist das hier schon eine richtig dicke Schelle. Vor allem die Line, du hast keine Freunde hinter dir, das sind nur Messer im Rücken, fand ich übel stark. Ich habe zwar keine Ahnung, um wen es da geht so, aber der Text ist echt schon ziemlich gut und spricht wahrscheinlich auch nicht nur die Leute an, die überhaupt gemeint sind. Dazu kommen mega nice Doubles, ein alles zerfickender Orphanbeat, nice Flow-Passagen und ein cooles Video. Auch wenn es mit Handy als Notlösung gefilmt wurde, finde ich es jetzt trotzdem nice auch so, das Editing ganz relativ gut kaschieren. Die große Sache, die mich dann aber leider gestört hat, ist die Hook. Mehrere Passagen in dieser Hook reißen einen irgendwie komplett aus dem Flow oder der Atmung. Zum Beispiel dieses Dicker vor der Wiederholung wirkt so mega deplatziert und klingt irgendwie super lächerlich oder dieses in dem alle eure Lügen stopft, reißt einen voll aus dem Flow, weil alles so die ganze Zeit so smooth verläuft, sag ich mal. Und dann kommt diese abgehackte Passage und das ausgerechnet in der Hook. Das heißt, dieser Rausreißmoment passiert mehrmals und auch wenn ich den Text, wie gesagt, gut finde, gibt es dennoch eine Sache, die ich kritisieren will. Denn irgendwie klingt der Text an manchen Stellen nicht nach einem Typen, der seine lügenden alten Freunde eins mitgeben will, sondern wie ein 15-Jähriger, der seinen ersten Diss-Track an seine Eltern schreibt, weil die mal wieder wollen, dass du dein Zimmer aufräumst. Ich meine, ich köpfe euch mit der Pinzette. Ich weiß es besser. Du Küken? Klingt halt an manchen Stellen noch etwas tryhard und weird. Bis auf das finde ich den Track mega geil. Ich gebe Haze genauso wie Vertigo 18 Punkte. Aber wie gesagt, durch Uservote wird Haze über Vertigo gerankt und damit haben wir unseren Endpunktestand. Ich bin so ein Hurensohn. So, damit wären wir fürs Erste mit Woche 1 durch. Hier seht ihr jetzt irgendwo nochmal die insgesamte Platzierung mit den Punkten und wie gesagt, die unteren drei sind jetzt nicht raus oder so, es werden alle Punktzahlen der ganzen Phase 1 am Ende zusammengelegt und dann fliegen erst die letzten 8, heißt, das bedeutet jetzt absolut gar nichts bis jetzt eigentlich und ja, rahmt euch die Punkte ein oder so. Morgen bis Mittwoch geht's dann weiter mit den nächsten 6 Jungs, die da wären. Seife, Hell in Your Hood, Taiki, Fugig, Dead und Ventus. Das war's dann mit der Analyse. Einen schönen Tag wünsche ich euch. Und...